Die schreien rum und bestimmen uns. Ich weiß, sie wollen, dass wir besser werden, aber es ist halt richtig anstrengend dann halt. Ich habe persönlich mal erlebt, dass ein Vater seinem Sohn eine Backpfeife gegeben hat, weil er nicht so gespielt hat, wie er es wollte. Ich finde, die sind noch so klein, da sollte nicht so der Leistungsdruck hinterstehen wie bei manchen Eltern. Sie machen mühsam eine Lizenz, damit sie anerkannt sind. Doch in den Ligen ihres Kreises weht ein anderer Wind. Es geht um alles, doch vor allem um die Zukunft der Kids. Und nur Gewinner werden durch das System gut unterstützt. Der Trainer steht da am Rand, mit einem Joystick in der Hand. Nimmt Entscheidungen ab, ja dafür ist er bekannt. Und wenn er laut genug schreit, dann sind die Kids auch laufbereit. Und für den Sieg wird auch die Spielzeit nicht mehr aufgeteilt. Denn da sind kleine Spieler, körperlich noch nicht so weit. Das ganze Spiel nur auf der Bank, keine Aussicht auf Zeit. Ja, die sind wichtig fürs Team, betont der Trainer jedes Mal. Doch um den Sieg nicht zu gefährden, bleiben sie nur zweite Wahl. Und auch die Eltern sehen das so, bleiben gerade entspannt. Legen die Zukunft in des guten Trainers erfahrener Hand. Ja, der Erfolg gibt ihm recht, die vierte Kreismeisterschaft. Und alle lassen es zu, dass er mit dem Scheiß weitermacht. Das Ziel fest im Blick, wir holen die goldene Ananas. Was ist für Player? Ich bin der, der es anders macht. Wir geben Gas, wir holen die goldene Ananas. Was kann ich dafür, wenn ihr Loser das anders macht? Das Ziel fest im Blick, wir holen die goldene Ananas. Was ist für Player? Ich bin der es anders macht. Wir geben Gas, wir holen die goldene Ananas. Was kann ich dafür, wenn ihr Loser das anders macht? Jetzt kommt die Fairplay-Liga, was ne tolle Idee. Einmal loszulassen, Kindern die Kontrolle zu geben. Doch das hindert sie nicht, Regeln immer wieder zu brechen. Um ihr Trainerlevel weiter an den Siegen zu messen. Nein, die Zuschauer schreien und der Trainer tobt. Und wird heute nicht gewonnen, gibt es mehr Tränen als Lob. Und auch der Papa wird ganz unruhig da am Spielfeld ran. Denn seit der F-Jugend ist ihm schon das Ziel bekannt. Der Kleine wird mal ein Star, verdient das große Geld. Und das geht nicht, wenn der Trainer ihn ins Tor reinstellt. Weil Rotation am Ende sich dann immer leider nur rächt. Und wenn der Trainer das nicht sieht, dann ist er einfach nur schlecht. Lass uns Medaillen gewinnen, schwere Pokale stemmen. Nachbarvereine besiegen im lokalen Rennen. Und während Trophäen unser Kinder hinter Glas verstauben, werden wir hoffentlich aufhören, ihnen den Spaß zu rauben. Das Ziel fest im Blick, wir holen die goldene Ananas. Was ist für Player? Ich bin der es anders macht. Wir geben Gas, wir holen die goldene Ananas. Was kann ich dafür, wenn ihr Loser das anders macht? Ziel fest im Blick, wir holen die goldene Ananas. Was ist für Player? Ich bin der es anders macht. Wir geben Gas, wir holen die goldene Ananas. Was kann ich dafür, wenn ihr Loser das anders macht? Sie wissen auch generell alles besser und das entwickelt natürlich Emotionen. Dann entwickeln sich die Kinder aggressiv, dann gibt es nur noch Bolze, dann schreien die Eltern natürlich noch mehr. Die Botschaft ist klar, nicht jeder wird Profi, lasst die Kinder Fußball spielen. Dann macht Sport Spaß und aus kleinen Kickern werden einmal selbstbewusste Erwachsene.